Alle sitzen wir hier für die dritte Kehr in der Küche vom Radio 9,7 für die dritte Edition, logisch, von den Küchengesprächen am Kader von den Europawahlen, wo wir dann Millionenkandidaten auch zu Wort kommen lassen. Stell dich für dich mein Invitierem vier, fängt schon längst auf wie gewinnt, das ist den Joey Tain, 27, ob der Lust von die Konservativ. Salut, schön, dass du was. Weiter mit Tessie Brubois von der ADR, du bist 24, auch dir guten Mittag. Moin an, vielmals merci für die Anladung. Gerne. Und dann den Dritten im Bunde, wie sie so schön sagen auf Deutsch, den Christopher Lilliblatt, 30, und du bist für die pan-europäische Formation, Partei, Volt auf der Löschlo für Europa. Wie gesagt, danke schön, dass ihr alle drei hier seid. Thema Haut, nicht Umwelt, die erste Kehre war die Umwelt, heute mal ein bisschen anders. Ich schwatze ein bisschen drüber, wie vielleicht in Europa, in der EU, kennt, soll, muss ausgesehen, das aus ihren Ahnen, aus den Ahnen von ihrer Partei. Aber ich will aber eher mal das Thema ran starten. Ich will schon kurz drauf angehen. Christopher, du warst für kurz noch bei der CSV, du warst aber da am März ausgetruht. Weil es doch nur der Plösch kommt, was für eine Europawahl. Du bist bei der Volt. Kannst du dann aber trotzdem, obwohl du ein schnelles Changement gehst, trotzdem für ein Volt, für das hast du was zu repräsentieren? Ja, also es geht am Anfang eine ganz einfache Erklärung. Volt als ein pro-europäisch Alternativ für all die Leute, die die Flamme am Status quo haben. Wir sehen aber keine Protestpartei, wir sehen eine pan-europäische Bewegung, die EU von innen herab reformieren. Was heißt das? Das heißt, dass wir für eine integrierte EU sind, die mit den globalen Mustern wie China, Russland und USA mithalten kann, dass wir für eine ökonomische Struktur sind, die am Dienst von der Gesellschaft aus und nicht umgedreht. Und wir wissen auch, dass globale Probleme nicht auf unsere Grenzen stehen bleiben. Und dafür wollen wir auch nicht auf unsere Grenzen stehen bleiben, weil globale Probleme brauchen pan-europäische Lösungen. Wir brauchen Low-Aktionen, ihre zu spät das. Und dafür steht Volt und dafür steht ich. Das war auch noch keine Notlösung, dass du bei Volt dabei warst und dem du bei der CSV furchtbar bist. Das ist schon etwas, wo du auch da stehst. Absolut, ich stehe 100% da. Und wie gesagt, wir müssen Low agieren, ihre zu spät das. An konkrete Mesuren dann auch umsetzen an mit den Leuten, die dadurch können, angefüllt sind zu machen. Ich war konkret Mesuren, ich weiß mal noch gleich. Ich will aber noch den anderen fortgehen. Joey, du bist bei die Konservativ, den Partei, du bist Spitzenkandidat, was ich auch von den anderen Kandidaten, die hier auch viel drin am Küchengespräch dabei waren, erschienen. Du warst für du bei der ADR. Also ist das schwer, sich von wenn er ein Programm aufstellt für seine eigene Neupartei, sich von der seiner Viergängerpartei, der ADR, zu trennen, auch programmatisch? Ich meine, es war eine lange Zeit, die ich bei der ADR verbrachte. Und ich meine, das waren 10 Jahre. Also manchmal habe ich davon 6 Jahre als Gemeindekonseil zu Peiting geschafft und gewirkt für die ADR. Natürlich, wenn ich eine Partei verlässt, dann muss ich das mit einem lachenden und einem kreischenden auch, weil ich einfach auf flotte Momente zurückblickt und auf meine Flotte. Und ich meine, es war wirklich eine definitive Entscheidung, auch mit der Partei zu brechen. Das ist aber nicht, dass ich in meinem Weltbild gebracht habe. Also ich habe noch immer meine 3 Linien behalten und ich noch will es, die in Zukunft weiterzuführen. Wichtig ist es, zu weisen, dass es eine Partei neben der ADR gibt, die den Konservatismus mehr einstellt, die wirkliche Bekenntnis dazu auflädt und hier Ideen will präsentieren. Und ich meine, das machen wir hinter dem Bestehen von der Partei seit 2017. Dann gehen ich dir auch noch ein Wort, Tessie, du bist wie gesagt bei der ADR, ob der löscht. Die hat bei der letzten Wahlen keinen Sitz geholt. Du siehst nur noch 400 Leute wie Gas Viberia, Ferno Kartheiser, die aber schon Renommee haben am politischen Plan. Mit welchem Spirit gehst du dann in so eine Wahlrunde, wo du doch vielleicht weißt, für mich geht es extrem schwierig, mitzukommen, gewählt zu gehen. Wie geht es in so eine Wahlrunde? Ich denke, wir müssen immer ein bisschen realistisch bleiben. Und ich meine, dass ich gewusst dass die Chancen mir klein stehen, gewählt zu gehen oder die nötigen Stimmen dann zu haben. Was mich aber motiviert, dass ich bin unter anderem mein Beruf ist hier Bauer. Und ich denke, wenn ich mich politisch nicht engagiere, da gebe ich meinen eigenen Beruf teilweise auch verroden. Ich meine, wir sind uns darüber bewusst, dass Bauern relativ viele Probleme haben und dass die auch
ein politisches Standard haben und auch in du etwas kann machen. Und das motiviert mich einfach für Mathe zu gehen und ich denke, auch in meinem Alter kann ich einfach vielleicht etwas bewirken und auch die Leute bei uns zu suchen, dass sie sich so aktiv beteiligen, auch in den Wahlen und eben auch politisch. Ja, also wieso, ich komme vielleicht zu einem Thema, wie ein EU kennt, soll ausgesehen. Du mal, du haben dich so mal so ein bisschen zwei Lager aufgestellt, ein Volt, die eine EU will stärken, ADR, die Konservativ, die Europa von Nationen ausstreben, wie die auch an ihre Programme schreibt. Gib mal vielleicht an eine Mesure, die Volt proposiert, dass als ein europäischer Premierminister und auch ein europäisch Ministerkabinett. Du lässt uns vielleicht erst darauf reagieren. Wie steht dir zu so einer Propos, so ein Mandat anzufeiern? Ich weiß nicht, wie von erst zwei will darauf antworten. Können Sie vielleicht ein paar Präzisionen nachkriegen, was genie gemengt das mit einem... Vielleicht willst du das direkt dann erklären, du kannst das vielleicht noch sogar besser wie ich. Ja, gern. Also das hier nur so, dass wir eine europäische Entscheidungsstruktur haben, die hauptsächlich von den Member-Staaten getrieben wird. Genau. Das heißt, wir haben ein Konzept, wo auf viele wichtige Fragen per Unanimität muss gestimmt gehen, was dazu feiert, dass die EU oft entscheidungsunfähig ist und dafür auch stagniert. Wir proposieren dafür eine ganz andere Form von institutioneller Abdehnung. Und da gehört natürlich viel mehr Bürgerpartizipation dabei. Aber wenn wir Bürgerpartizipation suchen, dann ist es nicht just Rhetorik, dann meinen wir das wirklich, weil wir eben wollen, dass das EU-Parlament, weil die einzige Institution ist, wo Bürger ihre Repräsentanten direkt wählen, dass die Institution dann auch ein Premier wählt an eine europäische Regierung, die im besten Fall auch aus dem Gremium da kommen. Mhm. Das geht ein viel mehr bürokratischer Approach, es geht den Leuten auch viel mehr direkte Linien zur EU, weil ich verstehe die Leute die Frustration mit der EU. Das ist ein Apparat, den oft ganz weit weg von der Bürger aus, wo die Leute nicht viel Moyen haben, für auch zu wissen, was los ist, weil man eben kein europäisch Presse haben, wo aber Decisionen am Endeffekt oft nach nationalen Niveau geholt gehen, oft kontradiktorische Positionen noch in den Member-Staaten, was eben dazu feiert, dass wir nicht so stark ein Akt im globalen Niveau sind, wie das an der präsenten Zeit misst sind. Ja. Also du siehst jetzt, wie ja, wieso die sieht für Stärkung von den Member-Staaten, da eben auch mehr Decisionen auf einem nationalen Plan geholt gehen, also wirklich kontradiktorisch zu dem, was du gesagt hast. Vielleicht könnt ihr eher approach du ein bisschen mehr erklären, wie was DW den Volt proposiert, vielleicht falsch ist. Ja, also wir sehen DW als falsch und weil wir der Meinung sind, wir wollen keine Staaten am Staat. Weil mit der Idee, mit der paneuropäischen Idee, geben wir tatsächlich aus der Europäischen Union Staat kreieren. Und das genau am Kontrast zu unserer Idee. Weil wir meinen, der richtige Weg wäre, damit Europa von den souveränen und freien Nationen zu schaffen. Das bedeutet, dass auf europäischem Niveau zwar die Völkerfreundschaft weiter existent bleibt und Länder auch zusammen kooperieren und zusammen schaffen, wie das tatsächlich der Pouvoir oder die wichtigen Nationalkompetenzen im Zweck an Nationalstaaten gehen. Weil letztendlich sind Nationalstaaten, die besser Bescheid wissen über die Länder und hier Bürger an die demgemäß Politik, die sie müssen machen, wie tatsächlich eine Instanz weit drüber. Und wir sagen, wir wollen uns den Apparat, den ganzen Verwaltungsapparat von der Europäischen Union verkleinern und aufbauen. Weil wenn ihr schon allein guckt, wie viel Personal da beschäftigt ist, wie viel administrativ Sachen da sind, und uns die ganze Struktur, wie sie funktioniert, also in unseren Augen, ein riesiger Kastenpunkt für wenig Effizienz und dafür gilt es uns, Europa neu zu starten. Ich meine, ADR hat ein ganz ähnlicher Approach, aber die sind trotzdem aber als EU-freundlich, also pro-EU, genau. Trotzdem. Wie geht das dann zusammen, weil ihr engerseits seht, wir wollen die EU vielleicht so mal Mann Puffer gehen, für vereinfacht zu suchen, mehrere Member-Staaten und trotzdem fühlt ihr erst pro-EU. Wie geht das eigentlich zusammen?
Ich denke, wie ihr das Slogan schon seht, vier in Europa von den Nationen, das will ja so, dass wir vier in Europa sind. Wir sind aber auch dafür, dass die Staaten hier Souveränität behalten. Zum Beispiel aus einem von den Punkten der strikte Respekt für die nationale Kompetenzen durch die Europäische Union. Das heißt, wir wären noch für eine Rückverlagerung von den Kompetenzen und Staaten zurück, weil die weiß, Nationalstaaten mehr effizient sind auf verschiedene Bereiche, wie zum Beispiel in der Edukationspolitik, in der Gesundheitspolitik. Du darfst die Europäische Union nicht darüber entscheiden, was an den einzelnen Mitgliedstaaten passiert. Kann ich nur nicht auch das Argument bringen, wenn du wieder ein bisschen sein Agent möchtest, den das vielleicht auf einen globalen Plan dann nicht so gut geregelt kriegt, auch die aber Sachen, die sind, meine ich mir einfach, wenn in die global guckt. Klimaschutz hast du natürlich eh größten Dingen. Wie kann denn du vielleicht so einer Reproche, so einer Kritik entgegenwirken? Wenn ihr seht, vor allem die Süd von der DDR, wir sind auch immer an den Mechanismen, den Ländern Möglichkeit gehen, auch darum rauszuklammern. Also das dann nicht kontradiktorisch oder kontraproduktiv, wenn ihr seht, ja, wenn der schnell mir gefällt, kann der rausgehen. Für dann vielleicht auf lange Sicht etwas realisieren? Ich gebe nicht so, dass es heißt, dass ich komplett soll austreten und das auch hier nicht funktioniert. Mit gehen eben verschiedene Bereiche, wo es mehr sinnvoll wäre, wenn Nationalstaaten selber geben, darüber entscheiden. Eine Friedenspolitik, da das zum Beispiel eine Sache, die ganz klar beim europäischen Niveau kann geschehen, wie eben zum Beispiel Gesundheitspolitik, ich meine, alle einzelnen Mitgliedstaaten hat aber einer Besuch, hat einer Möglichkeiten und du wir nicht alles an den Dippen gehen. Ich will auch kurz aufs Agro, was die Konservativen an ihrem Programm stehen haben. Da geht es den Schengen-Aufkommen, da schreibt ihr zum Beispiel den Mist Nenke über durchgehen. Dir schreibt doch davon, und du hast ja doch am Anfang von der Woche in unserem Interview gesagt, du warst schon Nenke, das war im Radio, da den auch Mist Kontrollen, punktuell Kontrollen abfeiern. Wie steht ein Volt zu so einem Propos, zum, generell auch zum Schengen-Aufkommen? Also wir sind natürlich für die fundamentalen Freiheiten, die der Bandenmarkt ausmachen. Natürlich gehört dazu auch die Mobilität. Wir sind natürlich dafür, dass wir Band der EU ein Sicherheitsapparat tun, die kontrolliert, falls es zu abüren könnt. Wir sind für ein föderal Police sozusagen, die Europol und Eurojust zusammenbringt, für mehr effizient Kontrolle bannend dem Schengen-Raum zu machen, noch für gerade eben noch der Kriminalität entgegenzuwirken. Ich meine, das Key-System, das perfekt ist, an all System hat gewisse Schwächen. Wir müssen eben durch mehr Zusammenarbeit und mehr Koordination die Schwächen dann auch adressieren. Natürlich gilt zu einem starken Schengen-Raum auch stark Außengrenzen, wo man auch solidarisch muss mit all den Mitgliedstaaten, die Migros Außengrenzen haben, zusammenschaffen, für denen auch Mayen zu gehen, für eben zu gucken, dass die Integrität von dem Espace, den wir Schengen nennen, nicht violiert wird. Wir verbannen du keine Grenzkontrollen an irgendeiner Hinsicht, also am Schengen-Raum also, selber. Das ist ja, ja. Das Nakia-Moment. Das, genau. Das geht für uns als selbstverständlich. Okay, ADR, das ist ja auch für mehr Souveränität auch von Nationen. Medi schreibt auch an einem Programm, das ist aber für einen offenen Austausch oder einen offenen Zirkulation von Wuren München. Das heißt, für Erschoss des Schengen-Raum steht den auch nicht zur Diskussion, oder wie gesagt, das aus? Wir kommen noch ein bisschen auf den Punkt raus, dass wir für sicher Bonnegrenzen sind, dann aber auch offen, aber eben auch für sicher Bausegrenzen. Ich meine, muss ich einfach gucken, wie ein Erwart rocken an die EU und das ist einfach wichtig, das aber zu sagen. Ja, okay. Also auch den Schengen-Raum an sich, als aber etwas, was eher mit nur funktioniert, so wie ein wie so die Bausegrenzen, du siehst ja schon ein bisschen eins, die du musst gucken, dass die sicher sind, aber gut. Beide Bannegrenzen, du hast dann eine Differenz. Noch ein Punkt, der Volt im Programm, der schwätzt von europäischen Parteien.
Und nicht nur ein System, wie zum Beispiel ein EVP funktioniert, wo die einzelnen Nationalparteien dran sind, mehr von wirklich europäischen Parteien. Ist eigentlich für die Punkt, für das zu erklären, sollten das Parteien sind, da wirklich nur noch einem europäischen Plan untreten oder soll er da auf lange Sicht auch die nationalen Parteien auflesen? Erklär es mal kurz, wie das System beherrscht, wie der Erstatt denkt. Die EVP mentioniert, ich kann ein ganz konkretes Beispiel geben. Heute zu Lützeburg sieht ein CSV, dass sie für einen europaweiten Mindestlohn sehen. Bon, den indexiert, also so, mehr, bon, das in Detail. Dann direkt neben drin, an unserem Nachbarland in Deutschland, sieht der KK, wird ja die nächste, wahrscheinlich die nächste Präsidentin von der CDU wird gehen, dass Europa nicht mit dem Sozialen im Hut soll haben. Für mich sind das ganz klare Inkohärenzen, wo in einem Land etwas gezählt wird und an dem nächsten Land etwas ganz anderes, dass für wirklich kohärente Programm zu haben, den auch die Transformation an der EU kann herbeiheben, die wir halt das brauchen, kann nicht mehr sehen, dass eine Partei an ganz Europa mit dem einheitlichen Programm antrennen geht. Das ist das einfach nicht glaubwürdig. Und da muss man natürlich auch erkennen, ich wollte kurz auf eine Remark vom Herrn Heinrich kommen, von Fedrun, dass die EU ein Riesenapparat für. Das Budget von der EU ist 1% von dem europäischen PIB. Wenn man das vergleicht mit den meisten Mitgliedstaaten, die über 40% von ihrem PIB leihen, ist das absolut nichts. Und da muss man auch wissen, dass wenn die Staaten zusammen schaffen, dass sie die Möglichkeiten für Synergien zu schaffen und für Ersparnisse zu kriegen, an dem es mehr konsolidierte Institutionen hat, immens groß. Das heißt, das könnte auch nur für die Steuerzahler ein Atout sein und auch für unsere Ökonomie. Okay. Willst du darauf reagieren, Joey, oder vielleicht auch die Idee mit den europäischen Parteien? Wie stehst du so zu einer Idee? Ja, also mir haben immer gesagt, es wäre wichtig, eine Demokratisierung an der Europäischen Union anzuleiten. Und natürlich müssen wir uns Gedanken machen, in welcher Richtung kann ein Bürger mehr in der Europapolitik und der Wahl von den Gremien beteiligen. Wir stellen an der Hauptsache ein anderes Problem fest, nämlich den, dass wir haben, dass das Europaparlament kein legislatives Initiativrecht hat. Das geht aber näher, wo an all Land, die ein Parlament tun, da also doch das Parlament, die Gesetze proposieren kann. Just nicht an der Europäischen Union. Just da also tatsächlich von der Kommission an dem Rot hier, wo können Gesetze proposiert gehen und das dann das fertige Konstrukt quasi, was dann das Parlament aufstimmt. Und an unserer Meinung ist da natürlich schon da stinkt der Fisch auf dem Kopf hier, weil es nicht normal ist, dass ein Parlament nicht kann Gesetze vorschlagen. Und das wäre aber wichtig, weil die gewählten Mandatären, die hier das Land repräsentieren am Europaparlament und das auch und die als Aufgabe vertraut gehen, für die Politik und das Parlament zu drohen. Das wäre ein wichtige Änderung auch für dich, dass ein Europaparlament selbst machen kann. Ganz wichtig, weil effektiv gehen wir da dem Europaparlament eine demokratische Legitimität. Okay. Ich meine, wollt, dass du sie dann eigentlich auf dem selbsten... ja, also wir sind absolut für ein Initiativrecht am Europaparlament und sprechen an dem so noch die Position. Wie hast du bei LR, sie die auch dafür, dass ein Europaparlament kann Gesetze an Drohnen gehen, etwas sie kann proposieren? Proposieren, ja, mir das aber wichtig zu betonen, dass aber eben auch, wie ich schon wieder gesagt habe, die Mitgliedstaaten aber können decidieren, ob sie da wollen, da mitwirken oder auch nicht. Immer noch Decision dann genau. Anders. Okay, wir sind schon bald am Ende unserer Zeit gekommen. Ich hatte ja gesagt, das geht immer relativ fix. Vielleicht lasst froh, ob es was auch an letzter Zeit auch immer nicht proposiert geht oder am Raum steht. Ein europäisch Armee, da wollte ich jetzt kurz nachfragen, wie dann du vielleicht eher Positionen sind. Ich würde mit dir vielleicht ein gutes Fangen können, wie europäische Armee wollt. Wie sieht ihr das? Ja, also ein kohärent an einheitlich europäische Armee gehört absolut zu einer stärker europäischer Außenpolitik. Wir brauchen nur eine stärker europäische Außenpolitik, eben weil wir in einem multipolaren globalen Kontext sind, wo Mächte wie China, Russland und USA nicht unbedingt als Erntehren und als Werte teilen an ein
effikaz Außenpolitik muss auch durch eine effikaz Militärkapazität unterstützt gehen, sonst ist das nicht kredibel. An dem Sinn ja, muss mir gucken, dass man dann zusammen mit den verschiedenen Mombastädten eine gemeinsame Struktur schaffen, die Ressourcen dann kann an Einrichtung kanalisieren. Ja. ADR, Europäische Armee, die wird ja auch für sichere Bausegrenze, wie sieht ihr das? Effektiv sichere Bausegrenze sind wichtig, aber eine Gründung von einer Europäischen Armee sieht mir nicht als so sinnvoll. Viel mehr sinnvoll wäre, zusammen mit den Mombastädten am Sicherheitsbereich zu intensivieren. Okay. Die auch denke, die selbe Stroh, Europäische Armee, die konservativ, wie gesagt hat. Ja, also eine Armee steht ja symbolisch für die Souveränität und Nationalstaatlichkeit von einem Land. Und es ist schon für du ja gesagt, dass die Europäische Union kein Staat ist. Und dementsprechend lehnen wir eine Europäische Armee auf, weil wir aber so ein Hoheitsrecht über eine militärische Armee, die muss noch immer beim Nationalstaat bleiben. Wir haben aber nichts dagegen, und das wird auch ganz klar so, für innerhalb von der NATO als Bedelung und als Kooperation zu verstärken, eben wenn es der Sicherheit und wenn es dem Frieden an Europa. Okay, tipptopp. Maja, so und dafür muss merkst, wie gesagt, das Wetter los schon mit unserer Zeit. Danke, mein Witte, Joetain, für die Konservative, mit ob der löscht, Tessie Bribois für die ADR und den Christopher Lilliblatt für die Volt. Erst und vielmals merkst, wie der Dank hat. Guck, Radio 100,7.